Rauche oder kiffe ich? Das wird das heutige Thema dieses Videos hier sein. Bleibt auf jeden Fall dran. Es ist ein relativ interessantes Thema und ich werde euch meine Meinung dazu abgeben. Ich bin darauf letztens gekommen, wo ich darauf angesprochen wurde im TS. Rauchst du oder kiffst du? Feuerstein, deine Stimme hört sich so an. Warum? Du hattest damals so eine helle Stimme vor einem Jahr und wieso hast du jetzt auf einmal so eine tiefe Stimme? Oder was weiß ich alles? Oder hast du Stimmverzerrer? Ja, also das war das Geilste. Aber jetzt soll es auch nicht allgemein um meine Stimmverzerrer-Stimme gehen oder was weiß ich alles, sondern um Kiffen oder Rauchen. Grüße auf jeden Fall an die ganzen Abonnenten meiner Runde. Ich nehme es zur Kenntnis. Und zwar habe ich viel im Umfeld mit Drogen zu tun oder mit Rauchern. Und es ist jetzt kein Geheimnis, dass viele in meinem Alter, also 15 Jahren, rauchen oder kiffen. Das ist natürlich in so einem Gesellschaftsding, das hat jetzt halt sich so weitergegeben und die denken halt so, oh, probier mal Zigarette zum Beispiel oder guck mal hier, was weiß ich, hier Marlboro, voll geil. Oder dieser Hype um Rin hat ja auch Marlboro ein bisschen gepusht wieder. Rin ist ein Rapper, für die, die es nicht wissen. Und auf jeden Fall, ist es ziemlich wichtig, dass man sich darüber mal informiert. Man wird im Alltag ziemlich oft mit Drogen und so weiter und so fort und mit Zigaretten konfrontiert. Man sollte damit wissen, umzugehen. Rauchen ist ab 18 Jahren erlaubt und alle machen es eigentlich schon im jugendlichen Alter, die wirklich früh anfangen wollen. Und für mich ist Rauchen und Kiffen einfach ein Tabu. Das ist für mich wie, als würde man irgendwie jemanden umbringen vom heftigen Grad, sag ich mal, für einen selbst. Für das Umfeld ist es natürlich ein bisschen besser, als wenn man eine Person direkt umbringt, dass man kifft oder raucht. Aber trotzdem finde ich es einfach überhaupt nicht okay, zu kiffen oder zu rauchen. Angenommen, ihr hättet Freunde und die kiffen oder rauchen, ihr würdet davon natürlich auch irgendwie einen Effekt tragen und nicht irgendwie unbeschadet, sage ich mal, davon kommen. Und Passivrauchen ist genauso schlimm wie Aktivrauchen, finde ich, da man ja auch den Geruch inhaliert und das schadet auch der Lunge. Leute, fangt einfach nicht an zu rauchen. Ich möchte hier natürlich auch ein paar stoppen vielleicht, die darüber nachgedacht haben oder es vielleicht gerade noch tun oder letztens mal an einer Kippe oder an einen Joint geraucht haben oder so. Ja, versucht es einfach nicht, macht es nicht. Es wird euch kaputt machen. Egal, was euch versprochen wird, ich halte von Drogen nichts, ich halte auch von Zigaretten nichts. Uff, bin ich dumm. Erstmal mit zwei Sticks Bros runtergesprungen, alles klar. Auf jeden Fall nochmal danke für die 2200 Abos, habe ich auf jeden Fall zur Kenntnis genommen, war auf jeden Fall geil. So, da hinten ist blau, dann gehen wir mal zu blau. Auf jeden Fall nochmal weiter im Kontext. Es ist mir wichtig, dass ihr mir zuhört, aber eure eigene Meinung gleichzeitig auch bildet, denn nicht ich habe immer recht, ja, sondern euer Verstand hat immer recht. Ihr müsst echt drüber nachdenken und euch eine eigene Meinung drüber bilden. Ich würde sagen, man sollte nicht rauchen, ja, man sollte nicht kiffen. Kiffen hat zwar keine extrem schlimmen Folgen, aber es kann halt das Hirn schädigen, vor allem jetzt im Alter von 20 oder 30 minus, weil es halt eben gefährlich fürs Gehirn ist, weil der Körper ist teilweise bei manchen noch im Wachstum. Und das ist mir einfach wichtig, dass ihr das wisst, bevor ihr sowas anfangt. Mir wird auch öfter mal, wenn ich zum Beispiel krank bin, vorgeworfen oder wenn mein Mikro kurz ausgesteckt ist, dass ich Stimmverzerrer habe und oder dass ich kiffe oder rauche. Das mit dem Mikro außen einstecken liegt einfach daran, dass ich so einen Bug habe, aber sonst ist es eigentlich wirklich so, dass ich, wenn ich krank bin, eine sehr, sehr tiefe Stimme habe. Das kennt man aus den Streams oder aus dem 100er KD-Versuch vom letzten Monat. Ich habe nie was mit irgendwas zu tun gehabt, irgendwelchen synthetischen Drogen, mit irgendwelchen Zigaretten, Tabak generell nie konsumiert und ich bin auch froh darüber, bis jetzt das nicht gemacht zu haben, denn es schadet wirklich dem Körper lange Zeit, vor allem im Alter von, wie gesagt, 30 minus, weil es halt eben noch den Körper schadet im Wachstum. Also denkt wirklich drüber nach. Ich kenne extrem viele Leute, die kiffen oder rauchen. Das ist halt so und die sind auch meistens jünger als ich und das finde ich halt schade, weil es einfach den Menschen kaputt macht. Aber das war meine Meinung, er spielt auf Gold, da muss ich mal sein Bett holen. Zack, und mal gucken. Ei, Leute. Okay, das war richtig dumm von mir, aber warum spielt denn der so? Das verstehe ich jetzt nicht. Gut, versuchen wir vielleicht noch den Typen zu kriegen. Das war's auf jeden Fall mit dem Thema. Jetzt werde ich mal über das Gameplay ein bisschen reden. Und nochmal an alle, ich mache meinen Thumbnail selbst. Es wird mich jetzt öfter mal gefragt, Betzke oder Loomis, die haben ja hier so Thumbnails wie du. Es liegt daran, dass Betzke von all meinen Thumbnails, sag ich mal, geklaut hat. Er ist nicht böse gemeint, ich habe es ihm auch erlaubt. Und Loomis habe ich auch ein Thumbnail gemacht letztens für die Random RP Challenge. Schaut auf jeden Fall bei Loomis vorbei. Ist auch ein korrekter Typ. Er schreibt halt so, dass er Gold geholt hat, weil er kein Bett mehr hatte, aber ich habe sein Bett geholt, da hatte der schon längst Gold im Inf. Beziehungsweise hatte schon längst einen Bogen.
Hat mir mal eben Eisen geholt, bevor der mich jetzt noch irgendwie wegrusht, alles klar. Wegrusht, da habe ich gar keinen Bock drauf jetzt. Zack, mal gucken. Ich sehe ihn gerade gar nicht. Ein kleiner Nachteil. So. Ein Hit, zwei Hits, drei Hits. Komm schon. Kann ich gern Diabo nehmen. Mir wurde heute schon zweimal mit dem Diabo gedroht, weil ich sie in-game nicht lasse. Finde ich jetzt ernsthaft richtig komisch. Also, verstehe ich nicht. Es gibt auch Leute, die abonnieren nur als Belohnung. Macht das nicht, Leute. Abonniert wirklich nur, wenn ihr mich feiert. Komm schon. Er hat sich selbst gespeakt. Ach, Leute, ey. Haben und zack, da hat er nichts mehr. Er hat auch kein Corbett, glaube ich. So. Noch ein Hit, komm. Kommt schon, Leute. So, jetzt sollten wir ihn aber gleich mal haben. So. GG. Und ich würde sagen, das war's. Tut mir jetzt ernsthaft leid, danke an Protoss-Player für den Support. Jetzt Simon nochmal an dich. Tut mir leid, aber wenn du so halt so spielst, dann muss ich auch machen. Ich würde sagen, Like für die lange Runde. Schreibt einfach mal rein, wie steht ihr zu dem Thema Drogen oder Rauchen? Schreibt es in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und abonniert meinen Silberfisch.